Endlich Freitag. Hier ist euer Lieblingspodcast. Hier ist Ab ins Bett. 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 Der Kinderpodcast. Ich bin Marco. Schön, dass ihr heute mit dabei seid. Jetzt geht's sofort los mit dem Recken und Strecken. Nehmt die Arme und die Beine, die Hände und die Füße und reckt und streckt alle so weit weg vom Körper, wie es nur geht. Macht euch ganz, ganz lang und spannt jeden Muskel im Körper an. Und wenn ihr das gemacht habt, dann lasst euch ins Bett hinein plumpsen. Und sucht euch eine ganz bequeme Position. Und heute Abend am Freitag bin ich mir sicher, findet ihr die bequemste Position, die es überhaupt bei euch im Bett gibt. Hier ist die 1046. Gute-Nacht-Geschichte für Freitagabend, den 7.7. Mathilda und das Geheimnis der versteckten Puppe. Mathilda ist ein ganz normales Mädchen. Es ist ein ganz normaler Tag. Mathilda freut sich auf das Wochenende. Dann wollen sie nämlich endlich einen großen Familienausflug machen. Bis zu den Ferien dauert es noch ein klein wenig. Aber ein Familienausflug, der ist so etwas wie ein kleiner Urlaub übers Wochenende. Aber heute ist erst Freitag und Mathilda hat noch zu warten. Also tut sie das, was sie am besten kann. Sie spielt. Hinter einem Regal entdeckt auf einmal Mathilda eine geheimnisvolle Puppe. Die Puppe sieht sehr alt aus, aber sie hat eine ganz besondere Ausstrahlung und Mathilda spürt sofort, dass es etwas Besonderes damit auf sich hat. Sie ruft sofort ihre besten Freunde Finn und Lena an und erzählt von ihrer Entdeckung. »Was soll ich denn jetzt tun?«, fragt sie aufgeregt am Telefon. Es dauert natürlich nicht lang, bis Finn und Lena wissen, sie möchten mit dabei sein. Schließlich möchten sie das Geheimnis der Puppe lüften. Als die drei Freunde zusammenkommen, beschließen sie, zunächst in alten Büchern zu schauen. Sie fragen sogar ihre Eltern und den Nachbarn Herr Widinski, ob sie etwas über die Herkunft der Puppe wissen. Doch niemand hat die Puppe zuvor gesehen. Keiner kann dazu etwas sagen. Niemand weiß etwas. Mathilda, Finn und Lena lassen sich aber nicht entmutigen. Sie möchten das Rätsel lösen und beschließen, auf eigene Faust weitere Nachforschungen anzustellen. Zunächst erkunden sie das Haus genauer und sie entdecken hier tatsächlich geheime Hinweise. Und diese Hinweise führen sie zu verschiedenen Orten im Dorf. Jeder Ort bringt neue Rätsel und neue Herausforderungen, die sie mit viel Kreativität und Zusammenarbeit lösen. Es dauert eine Weile, doch dann gelangen Mathilda, Finn und Lena zu einem letzten Hinweis und der führt sie zu einem geheimen Versteck. Dort finden sie ein altes Tagebuch. Eigentlich ist es gar kein ganzes Tagebuch mehr, sondern nur noch eine Seite. Es ist in einem Baumhaus versteckt. Diese Tagebuchseite erzählt ihnen, dass die Puppe einst einer berühmten Zirkusartistin gehörte und angeblich soll sie magische Kräfte besitzen. Mit dem Wissen über die Geschichte und der Puppe und mit den magischen Kräften beschließen die Freunde nun, die Puppe zu ihrem Zuhause zurückzubringen. Sie suchen die Zirkusartistin. Von Herrn Widinski haben sie erfahren, dass die Zirkusartistin schon lange nicht mehr in der Stadt ist. Es gibt aber ein Zirkusmuseum. Als die Freunde das hören, da erkennen sie, dass die Puppe dort gut aufgehoben ist. Denn in einem Museum kann sie von vielen, vielen Menschen bewundert werden. Finn, Mathilda und Lena bringen die Puppe ganz stolz ins Museum. Die Museumsleiterin kennt diese Puppe, zumindest von Erzählungen. Viel hat sie von ihr gehört und sie kann ihren Augen nicht trauen, dass es nun wahr wurde, dass die Puppe endlich da ist. Am nächsten Tag gibt es eine große Ausstellung im Museum.
mit der Puppe natürlich als besonderes Highlight. Und die drei Freunde sind eingeladen. Mathilda, Finn und Lena haben das Geheimnis der versteckten Puppe gelöst. Und das ganze Dorf ist stolz. Außerdem weiß Mathilda genau wie du. Jeder Traum kann in Erfüllung gehen. Du musst nur ganz fest dran glauben. Und jetzt heißt's, ab ins Bett. Träum was Schönes. Bis morgen, 18 Uhr. Abinsbett.net. Gute Nacht.